In der heutigen Episode meines Podcasts geht es darum, den durchschnittlichen Unternehmer von dem erfolgreichen Unternehmer zu entscheiden. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Martina Straub ist Expertin für aktive Machbarkeit. Wenn Sie als Manager, Unternehmer oder Führungskraft das Gefühl haben, dass nun die Zeit gekommen ist, mehr aus der eigenen Zeit zu machen, dem Gefühl der Zerrissenheit und der ständigen Feuerwehreinsätze zu entkommen, dann ist dieser Podcast das Richtige für Sie. Der Podcast von und mit Martina Straub. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast, einer Folge, in der es wieder ganz klar ums Unternehmen geht und um die Unternehmer. Aber dies können Sie genauso auf Ihr Privatleben ummünzen, denn auch dort gelten die gleichen Signale. Ja, ein erfolgreicher Unternehmer, was unterscheidet ihn von einem durchschnittlichen Unternehmer? Genau jetzt, in dieser Krise, in der wir momentan durch die Pandemie stecken, ist es noch wichtiger, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein und sich von dem einfachen, normalen Durchschnittsunternehmer zu unterscheiden. Denn ganz ehrlich, auf ruhigem Gewässer kann jeder sein Schiff führen. Aber in der Krise, in solchen Herausforderungen, ist es genau wichtig, dass wir richtig agieren und richtig anfangen, die Dinge zu verändern. Die weltweiten Pandemiemaßnahmen stellen uns hier natürlich vor große wirtschaftliche Belastungen. Die Corona-Hilfen der öffentlichen Hand haben Liquiditätsengpässe und Krisen von Firmen abgeschwächt. Aber jetzt, genau jetzt, ist der allerletzte Zeitpunkt für ein Unternehmen, die Strategie zu verändern, zu reflektieren, um zu schauen, wie wird die Zeit nach der Krise sein? Was kann ich jetzt tun während der Krise, weil die bestimmt noch eine Zeit lang anhalten wird, damit nicht auch die Liquiditätskrise auf die Strategiekrise folgt? Was sind denn die Auswirkungen der Pandemie? Durch die Corona-Krise sank die Nachfrage auf Inlands- und Auslandsmärkten schlagartig. Handelsketten waren unterbrochen und Produktionsabläufe nicht mehr zu gewährleisten. Dadurch gerieten Unternehmen in eine Liquiditätskrise. Schnellgreifende Maßnahmen durch eine langsame Erholung der Märkte haben jedoch den Zusammenbruch vieler Firmen verhindert und das Durchstarten ermöglicht. Dass sich allerdings die Rahmenbedingungen der Wirtschaft weltweit verändert haben und noch weiter verändern werden, sind strategische Anpassungen bei den Unternehmen nun notwendig, um die Krise nicht nur kurzfristig mit den Finanzspritzen des Bundes zu überwinden, sondern auch langfristig zu meistern. Schließlich gibt es mehrere Ursachen, aus denen sich Unternehmenskrisen entwickeln können. Und diese Ursachen wirken in allen Unternehmen auch jetzt schon. Auch vor der Pandemie gab es schon Vorboten. Vorboten, die Warnsignale waren. Nur häufig wurden die nicht gesehen. Übliche Ursachen für Krisen in Unternehmen. Neben den Pandemiemaßnahmen gibt es vielfältig weitere Gründe, die zu einer Unternehmenskrise führen. Dazu zählt zum Beispiel digitalisierungsbedingte Veränderungen des Marktes oder der Produktion und Distribution, Gesetzesänderungen, Rezessionen oder Deflation sowie unangepasste Strategien oder unzureichendes Finanzmanagement. Des Weiteren können auch Krisensituationen wie Unfälle oder Erkrankungen bei den Mitarbeitern, aber natürlich auch in der Unternehmensleitung oder in der Geschäftsführung sein. Und diese können enorm die Existenz bedrohen, vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Übliche Warnsignale, die eine Krise ankündigen,
sind zum Beispiel sinkende Umsätze, Forderungsausfälle, vermehrte Kundenbeschwerden, schrumpfende Liquiditätsreserven, unpünktliche Rechnungsbegleichungen, Verlust von Stammkunden, langjährige Lieferanten, die auf Vorkasse bestehen. Und frühzeitige Krisenvorsorgung ist das Allerwichtigste. Denn je weiter die Unternehmenskrise vorangeschnitten ist, desto gefährlicher ist sie für die Firma. Sind Sie Opfer der Umstände oder wollen Sie die Herausforderung annehmen und in Zukunft zu den erfolgreichen Unternehmern der Welt gehören? Jedoch können viele Unternehmer die Vorzeichen der Krise nicht rechtzeitig erkennen oder sie wollen sie nicht erkennen, weil eine jede Veränderung mit Aufwand verbunden ist. Eine jede Veränderung erfordert neue Strategien, neues Umdenken, auch teilweise Investitionen. Häufig gibt es dabei nicht nur ein Warnsignal, sondern schon ein ganzes Bündel. Rechtzeitige Sanierungs- aber auch Vorsorgemaßnahmen können das Unternehmen dann wieder auf Erfolgskurs bringen. Und besonders wenn kleine Krisen erfolgreich gemeistert wurden, wird es immer einfacher, auch große Krisen erfolgreich zu meistern. Wir sprechen von 4 Phasen der Veränderung. Und das kann mit Sicherheit jeder nachvollziehen. Am Anfang eines Vorboten oder eines Warnsignals wollen wir dies oft nicht wahrhaben. Sinkende Umsätze werden dann mit allem Möglichen legitimiert, warum das jetzt so aus ist und aus welchem Grund die Umsätze gesunken sind. Oder auch Forderungsausfälle, ja, das ist ja nur einer und das ist mein Großkunde und was auch immer. Dann wird versucht, diese Vorboten nicht wahrhaben zu wollen. Es wird versucht, diese Vorboten mit allen Mitteln zu legitimieren, zu erklären und zu rechtfertigen. Doch jede Rechtfertigung und jede Erklärung macht uns klein und somit auch das Unternehmen. Wenn wir sehen, dass die Umsätze sinken, natürlich brauchen wir nicht beim ersten Zeichen gleich zugreifen, aber wenn noch weniger Nachfrage ist, sollten wir anfangen, uns zu überlegen, was wir tun könnten. Doch die meisten Menschen machen in dieser Phase 1 Vogel-Strauß-Politik. Sie stecken ihren Kopf in den Sand. Phase 2 der Veränderung ist der Widerstand. Der Widerstand ist meist so massiv, man will mit aller Gewalt am Alten festhalten. Man sucht verschiedene Strategien, damit man nicht in die Veränderung gehen muss. Es wird gekittet gemacht und getan. Es werden Aktionen aus blindem Aktionismus gefahren, noch mehr Kunden zu akquirieren, Kaltakquise, was auch immer. Was mit Sicherheit keine schlechte Strategie ist, aber wenn sie aus dem Affekt rauskommt, um mehr zu bekommen, um schneller nach vorne zu gehen, um sich noch präsenter zu zeigen, um noch mehr zu tun, dann haben sie keine wirkliche Ursache, denn sie basieren auf dem Mangel. Sie kommen nicht aus der Freude, nicht aus dem Inneren heraus, aus dem Zweck des Unternehmens, sondern sie basieren auf dem Mangel, um möglichst alles festzuhalten und wieder unter Kontrolle zu bekommen. Diese Phase ist nie von Erfolg gekrönt. Und dann kommt es unweigerlich zu Phase 3 der Akzeptanz. Denn hier kommt dann die Erkenntnis auf, es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen uns der Veränderung stellen. Wir haben keine Chance mehr, so weiterzumachen, wie wir es bisher getan haben. Und genau hier ist Corona zum Vorschein gekommen.
Denn Corona ist das Brennglas von vielen Dingen, wo wir vorher nicht hinsehen wollten. Zum einen aus dem unternehmerischen, beruflichen, betrieblichen Aspekt, aber auch auf der persönlichen Ebene. Corona machte dies sichtbar, wo keiner vor uns hinschauen wollte. Aber erst wenn wir anfangen, die Situation und das Thema zu beleuchten und zu sagen, ja, ich akzeptiere jetzt, dass eine Änderung, eine strategische Änderung her muss, haben Sie auch die Chance, Ihr Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Denn erst durch die Akzeptanz sind Sie dann in der Lage zu reflektieren. Zu reflektieren, was ist Ihr Anteil? Nämlich der Anteil, der im Vorfeld, vor der Corona-Krise, schon im Argen Ihres Unternehmens war. Welche Vorboten hatte Ihr Unternehmen bereits vorher? Vielleicht hatten Sie schon weniger Aufträge. Vielleicht sind Sie auch ein Unternehmer, der eigentlich schon ausgestiegen hätte sein wollen und gerne das Unternehmen verkauft hätte, es aber aus unterschiedlichen Gründen nicht getan hat und deshalb noch an Altem festhält. Oder vielleicht haben Sie auch eine hohe Fluktuation an Mitarbeitern und leiden enorm unter dem Fachkräftemangel. Auch hier ist die Frage, ob das nicht schon vorher zu sehen war. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie Corona nochmal Zündstoff ins Feuer geworfen hat. Eine weitere Frage, die Sie sich stellen sollten, ist Ihr Unternehmen überhaupt noch up to date? Oder sind andere Unternehmen der gleichen Branche, der Konkurrenz, vielleicht auf der Überholspur und Sie wurden abgehängt? Aus welchem Grund ist das so? Liegt es an Ihrer Persönlichkeit des Unternehmers, weil Sie in alten Mustern festhalten und sich vielleicht nicht in neue Strategien, in neue Ausrichtungen trauen? Oder ist vielleicht Ihr Unternehmen veraltet oder die Mitarbeiter oder was auch immer? Stellen Sie sich selbstkritische Fragen, damit Sie hier an die wahre Ursache kommen und an den Kern, damit Sie wirklich wieder zu den erfolgreichen Unternehmern gehören und das auch in Zukunft langfristig leben können? Eine weitere interessante Frage ist, hat unsere Branche überhaupt noch eine Chance? Ist unser Business überhaupt noch zeitgemäß? Habe ich als Unternehmer überhaupt noch Lust, dieses Unternehmen zu leiten? Oder würde ich, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir selbst bin, lieber etwas ganz anderes tun? Vielleicht ist gerade jetzt die Chance da, das Ganze im großen Stil zu wandeln. Und eine letzte, sehr interessante Frage zur Reflexion ist es das wirklich noch das, was ich wirklich, wirklich machen will und machen wollte? Macht es mir wirklich noch Spaß oder mache ich es aus der Bequemlichkeit raus, weil ich vielleicht auch nichts anderes gelernt habe und es sich mir keine bessere Perspektive im Moment bietet? Wenn Sie diese Fragen für sich beantwortet haben und sich auch Zeit gegeben haben, sie wirken lassen haben, dann werden Sie erkennen, ob nicht schon die Krise vor der Pandemie da war, ob nicht schon vorher verschiedene Stellschrauben verändert oder vielleicht sogar ein Komplettumbruch notwendig gewesen wäre. Wenn das der Fall ist, dann können Sie sich entsprechende Strategien überlegen. Unternehmen verkaufen,
liquidieren oder nur verschiedene Dinge zu verändern, von mir aus virtuell zu arbeiten, dass sie nicht mehr abhängig sind von Reisen und oder Tourismus oder was auch immer. Es wird für ihr Unternehmen mit Sicherheit eine gute, sinnvolle Strategie geben. Und wenn sie diese Strategie entdeckt haben, dann können sie aufbrechen zu neuen Ufer. Dann können sie ihr neues strategisches Ziel anvisieren. Dann können sie mit voller Kraft nach vorne gehen. Und nicht nur mit Kraft und Power, sondern auch mit Begeisterung. Und mit dieser Begeisterung werden sie auch in dieser schwierigen Zeit Kunden auf ganz einfache Art und Weise akquirieren. Denn nicht, dass sie sie überreden, überzeugen oder verkaufen müssen, sondern weil sie einfach die Begeisterung leben, ein geniales Produkt haben oder was auch immer, was die Welt in dem Moment haben möchte. Liebe Unternehmer, nutzen Sie jetzt diese Chance. Gehen Sie in die Veränderung. Auch wenn die vier Phasen bei jedem Menschen von uns da sind, auch wenn wir am Anfang die Dinge nicht wahrhaben wollen, auch wenn wir den Widerstand haben und am liebsten den Kopf in den Sand werfen wollten. Gehen Sie nicht in die Insolvenz, sondern gehen Sie, wenn Sie Ihr Unternehmen auflösen wollen, lieber in die Liquidation und machen Sie was Neues, schaffen Sie was Neues. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter, indem Sie von einem durchschnittlichen Unternehmer ein erfolgreicher Unternehmer werden. Oder vielleicht waren Sie auch immer ein erfolgreicher Unternehmer, der jetzt kurz ins Straucheln gekommen ist. Kein Problem, dann strampeln Sie noch ein bisschen und nehmen Sie Ihren Erfolgskurs wieder auf. Denn Ihre Mitarbeiter, Ihr Unternehmen, egal ob es so läuft, wie es jetzt war und nur etwas geändert wird oder ob es sich komplett verändert, braucht sie. Denn Sie sind als Unternehmer jetzt gefragt. Denken Sie dran an meinen Satz von Eingangs. Anfangs dieses Podcasts sagte ich, auf einem ruhigen Gewässer ein Schiff zu fahren, kann jeder. In ruhigen Gewässern Unternehmer zu sein, können viele. Unterscheiden Sie sich jetzt davon und werden Sie wieder erfolgreich, indem Sie das Ruder in die Hand nehmen und aktiv Ihren Veränderungsprozess starten. Sie selbst entscheiden, ob Sie Opfer der Umstände sind oder zu den erfolgreichen Unternehmern gehören. Und wenn Sie dies nicht alleine machen wollen, dann können Sie sich professionelle Hilfe holen von einem Unternehmensberater oder auch von einem Coach. In diesem Sinne, erfolgreiches Schaffen, erfolgreiches Kreieren und ein erfolgreiches Leben wünscht Ihnen Martina Straub, Ihre Expertin für aktive Machbarkeit. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes oder besuchen Sie uns doch auf martinastraub.de und abonnieren den kostenlosen Managerbrief. Exklusive Inhalte nur für Unternehmer.